Willkommen zum Mittwochsupdate vom 27.10.2021. Ja, die neue Quest ist zum Halloween-Event erschienen. Lindas Vision. Und Linda steht hier beim Moorland-Portal. Dort können wir die Quest starten. Und es geht um Erinnerungen des Galoppierers. Ich bin gespannt, das werden wir auf jeden Fall dann noch zusammen machen. Dann gibt es Neuerungen beim schaurigen Trailritt. Wir können dort jetzt Gegenstände sammeln und diese bei der Krähe Poe eintauschen. Und die Sachen können wir dann wohl wieder eintauschen beim Altar. Auch das schauen wir uns natürlich dann nochmal an. Und wir haben jetzt noch 2 Wochen Zeit für das Event. Können so lange auch weiter Seelensplitter sammeln, um diese einzutauschen beim großen Kessel gegen ein Set, das zu dem wir jetzt auch ein Bild bekommen haben. Schauen wir uns natürlich jetzt sofort an. Und ja, die Flucht vor dem Galoppreiter, die gab es ja letzte Woche schon. Ich habe die auf jeden Fall schon gemacht. Ist natürlich auch weiterhin da. Und da können wir, ich glaube, 3 Seelensplitter kostet das. Und wenn wir da uns dann wieder hier in Yorick bewegen, also nicht auf der Festung sind, dann kann es jederzeit sein, dass uns dieser Galoppreiter aufsucht. Und wenn wir es schaffen, vor ihm davon zu laufen, dann bekommen wir 5 Seelensplitter. Sonst werden wir wieder zur Festung zurückteleportiert und bekommen nichts. Nächste Woche beginnt dann die letzte Woche des Halloween-Events und Gary kommt zurück und mit ein paar altbekannten magischen Pferden, sagen wir es mal so. Okay, gut, dann würde ich aber sagen, war es das erstmal und wir sehen uns dann wieder bei Lindas Vision und schauen uns auch noch einmal den schaurigen Trailritt an. Also bis dann, tschüss!